Okay, so, spielen wir ein bisschen. Einfach die Ehre, unter so einem großartigen Dirigenten zu spielen, ist was ganz Besonderes für uns alle. Wie er die Musik uns nahegebracht hat und wie er auch in der Musik selber geschwelgt ist, das fand ich toll. Großen Klangmoment, wo es einfach das ganze Orchester am Limit ist und er einfach klanglich alles verlangt. Das sind dann schon absolute Gänsehautmomente. Er ist jemand, der auch ganz viel will, dass im Orchester, dass das ein eigener Organismus ist, der in sich funktioniert und der als Ganzes mit ihm geht. Er schult das Orchester dadurch auch sehr. Be Profi. Durch die Berliner, die mitspielen, lernen wir echt viel und man kann die ganze Zeit sich was abgucken sozusagen und es macht echt ziemlich viel Spaß. Da, 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 ja. Da, da, da. Look at my fantastic crown. Look, this, you know, I'm too sexy for my shirt, Prince. Es ist nicht möglich, zu viel Vibrato zu haben. Yeah, if the lights need to start shaking from the vibrato, it'll be perfect. Ja, mit ihm, finde ich, kann man wirklich die Freude an der Musik zum Ausdruck bringen. Eigentlich ist es, denke ich mal, mehr zum Spaß gedacht, die Berliner gegen das BJO, um auch noch auf einer anderen Ebene Kontakt zu knüpfen. Nicht nur im Musikalischen und durch diese Meisterkurse, sondern auch mal ab von der Musik auf dem Fußballfeld. Es war auf jeden Fall sehr spannend, so von der Bank aus. Ja. Die Chancenverwertung war so, naja. Die Berliner haben leider 3:1 gegen uns gewonnen. Aber es war auf jeden Fall besser als die letzten Jahre, das Ergebnis dann. In Dankbarkeit dafür und mit Vorfreude auf kommende Projekte freuen wir uns sehr, Sir Simon Rattle heute zum ersten Ehrendirigenten des Bundesjugendorchesters ernennen zu dürfen. Meine Damen und Herren, mein Herz ist sehr erfüllt heute Abend. Was für eine Ehre. Ich liebe dieses Orchester. Sie spielen wundervoll, das ist klar zu hören, aber auch mit Herz und Leidenschaft. Und Sie sind unsere Zukunft. Und vielleicht unsere Zukunft ist nicht so schlecht. Ich glaube, ich werde mein ganzes Leben darauf zurückblicken, dass ich mal mit Sir Simon Rattle spielen durfte. Ich denke, jeder BJOler, der das noch vor sich hat, darf sich darauf freuen. Also. Natürlich müssen wir die richtigen Töne spielen, natürlich müssen wir das auch absolut sicher können, aber es gibt eben einen Bereich, den wir leider da manchmal vernachlässigen, und das würde ich mir wünschen für diese Jugendlichen auf dem Weg zum Berufsmusiker, dass sie das nicht verlieren, dass sie diesen Mut und dieses "Ich will einfach nur Musik machen" im besten Sinne, dass sie sich das erhalten können. What?
durchaus was wert. Die Konzerte in Italien haben besonders viel Spaß gemacht, besonders diese Kirchen. Und auch in der Freizeit auch selber konnten wir viel von Italien sehen. Genau, es war sehr schön. Ich freue mich heute besonders auf die Atmosphäre hier im Konzerthaus. Das ist unser letztes Konzert und ich glaube einfach, dass es für uns alle nochmal ein sehr spezieller Moment sein wird, hier zu spielen. Es wird wahrscheinlich ein sehr emotionales Konzert, weil wir danach wieder alle unsere Wege gehen in die Heimat und uns länger wieder nicht sehen. Aber ich freue mich trotzdem darauf sehr. Ich sehe das Bundesjugendorchester vielleicht einmal im Jahr. Jedes Mal ist es für mich so eine Rückkehr in die Jugend, auch eine Rückkehr in meine musikalische Vergangenheit. Ich bin ehemaliges Mitglied des Bundesjugendorchesters, war in den 80er Jahren Schlagzeuger, bin mit dem Bundesjugendorchester durch viele Länder gereist, habe tolle Konzerte gegeben, großartige Dirigenten, Hallen, Programme erlebt und habe deswegen sehr großes Interesse, dass das Bundesjugendorchester nicht nur bestehen bleibt, sondern sich weiterentwickelt. Wir halten es ja für sehr wichtig, dass wir den Horizont aufmachen, dass wir den Jugendlichen zeigen, was ihnen passieren kann, wenn sie dann Profimusiker werden. Und zwar von Ballettproduktion über Popproduktion, über Jazz zu Oper und natürlich Sinfonieprogramm als natürlich unsere Kernaufgabe. Das BJO war für mich eine sehr gute Vorbereitung für die Zukunft, denn ich durfte viel lernen. In jederlei Hinsicht, einmal musikalisch, aber natürlich auch, wie man selbstständig plant. Man musste alles für die Reise vorbereiten, Koffer packen, sich selbst vorbereiten, auf die Stücke üben. Und man hat einfach gelernt, soziales Verhältnis aufzubauen, mit anderen Menschen umzugehen. In dieser Hinsicht hat man schon sehr viel dazu gelernt im BJO. Für mich ist Orchesterspielen einfach das Größte. Es ist einfach ein Gefühl, dass ich persönlich in keinem anderen Lebensbereich so erfahre. Ja, dass wirklich so viele, so gute junge Leute auf einem Haufen sind sozusagen und mit so viel Spaß und Energie und Begeisterung und Liebe zur Musik zusammenspielen, das zeichnet das BJO schon aus, ja. Dieses Orchester ist so einmalig, so besonders und das hat mit der Energie zu tun, die das Orchester hat. Und diese Energie schwappt von der Bühne und die erwischt auch jedes Mal wieder mich. Diese Momente sind es, warum ich im BJO spiele. Es ist einfach unglaublich, wirklich. Und ansonsten, es war wieder, mir fehlen wirklich die Worte, also kann ich viel dazu sagen, aber es ist einfach das Zusammenspielen und das Erlebnis, was wir zusammen alle erleben dürfen, ist wirklich unbeschreiblich. Ich kann mir kein schöneres Jugendorchester vorstellen als das Bundesjugendorchester.